Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum aktuellen Wochenenergie-Orakel. Ja, und das ist jetzt schon die Mitte des Mai, 14. Es gilt ja erst ab morgen, 14. Mai, dann bis zum 21. der Sonntag, Pfingstsonntag. Ja, ihr Lieben, wir gehen schon wieder in eine Mondwoche hinein und eben auf das Pfingstfest zu. Und Neumond haben wir jetzt am Dienstag, den 15. und ist auch wieder ein ganz besonderer Neumond, denn jetzt wechselt genau zum 15. der Uranus in das Sternzeichen Stier. Er verweilt dort immer knapp 8 Jahre, ist also ein Langsamläufer und bringt natürlich jetzt hier mal ganz neue Ideale, Energien, Umbrüche, Umwälzungen. Natürlich besonders alle, die durch dieses Erdzeichen betroffen sind im Horoskop und oder da auch irgendwie Aspekte haben, auch von den Häuserbelegungen. Und ja, von daher wird sich jetzt auch wirklich global einiges ändern, auch zum Thema Wertesystem, auch das Thema Liebe, Selbstliebe, Fülle. Alle venusischen und ja hier auch dem Stier zugeordneten Merkmale. Der Chiron ist ja jetzt auch schon gewandert in den Widder. Also auch hier, wir beginnen jetzt wirklich eine ganz starke neue Energieebene, was für die nächsten Jahre ja, uns wieder in eine ganz neue Richtung bringen wird oder Ausrichtung auch. Zudem erfahren wir jetzt in den nächsten 3 Monaten hochenergetische Zeit. Es beginnt jetzt, wie gesagt, mit dem Neumond, mit diesen auch astrologischen Konstellationen, Neuordnungen, die sich hier zeigen. Wir haben passenderweise natürlich jetzt auch noch einen Portaltag davor. Und ab dem 15. gehen wieder die nächsten Magnetstürme los. Es ist jetzt wirklich konstant. Wir hatten ja diese letzten Wochen von dem 5. Mai an 5 Tage am Stück. Die Ausläufer waren noch bis jetzt erst kurz vor Wochenende noch zu spüren. War total heftig, diese Sonnenwinde, die dann eben diese Magnetfelder zusammenbrechen lassen. Und das nächste ist jetzt schon wieder, wie gesagt, dann jetzt zu dem Neumond Richtung Pfingsten angemeldet. Und danach kommen ja 10 Portaltage im Mai in den Juni hinein. Und dann geht's los mit den neuen Lichtcodes, die dann reinkommen. Die Finsternisse kommen, das Löwe-Portal, das neue galaktische Jahr beginnt im Juli. Also da geschieht ganz, ganz viel. Es wird hochenergetisch und ganz wichtig für jeden Einzelnen, sich ganz klar auszurichten. Es wird weiterhin Dimensionsverschiebungen geben, immer mehr hin in diese Herzverbindung, in diese höhere Ebenen. Was kreiere ich mir? Wie kreiere ich mir? Also immer wichtiger die eigene Schöpfungskraft. Konträr dagegen die zusammenbrechenden Magnetfelder, diese langsame Polverschiebung, die stattfindet, löscht eben alle Informationen aus dem Erdspeicher, aus der Erdakasha, aus unseren DNA-Feldern. Deswegen, es wird jetzt auch hier ganz wichtig, mit den DNA-Schichten zu arbeiten, den neuen Vernetzungen über die neuen Chakren, die Erdchakren, die kosmischen Chakren. Also es geschieht ganz, ganz viel. Viele erleben das wirklich als heftige Symptome oder Menschen, die jetzt gar nicht so offen sind oder nicht verstehen, was da los ist, reagieren sehr stark emotional oder auch psychisch und körperlich. Wie gesagt, das wird jetzt weiter sich anziehen, die Steigerungen dieser Energien und Bereinigungen. Das heißt, es geht wirklich mehr ums Fühlen, nicht mehr so viel immer gucken, wo, wie, was, sondern im eigenen Zentrum bleiben, sich mit dem Erdmagnetfeld, mit dem Herzen der Erde zu verbinden. Weil nur wenn wir uns wirklich mit dem Erdenkern verbinden, kommen wir auch gut durch diese Schwankungen, weil wir eben alle kommunizieren. Das Magnetfeld ist wichtig, unser Herzfeld, unsere Gehirnwellen, unsere DNA kommuniziert über Magnetfelder. Und deswegen wird es ganz wichtig, in den Brennpunkt rücken, diese
neuen Informationen, neuen alten Informationen, das Wissen darüber, wie was passiert da, wie funktioniert es überhaupt, unsere Schöpferkraft, dass alles eben in uns ist und das ganz stark hier beeinflusst wird und eben, was verändert sich da auch und was sind die neuen Magnetfelder dann auch und neuen Ausrichtungen. Also das, was schon in wirklich guten, früheren Channelings durchkam, ich betone jetzt hier wirklich immer hier mit dem Herzen, es gibt ganz viel, deswegen ist es so wichtig, dass man sich gut hier durcharbeitet oder ja, mehr bei sich bleibt, sich nicht mehr zu sehr auf diese vielen verwirrenden Informationen da einlässt, sondern wirklich nur noch übers Herz fühlt, das was mit der Herzwahrheit in Kongruent geht. Aber wie gesagt, es gibt wirklich einige, die da absolut zuverlässig sind, die Channels und auch vor allem die früheren, also lange Jahre zurück, haben das schon beschrieben und das sind diese Neuausrichtungen und die Kreierung dieser neuen Erde, die jetzt wirklich immer mehr Realität und Wirklichkeit wird. Also die nächsten 3 Monate ganz wichtig, wo entscheide ich mich weiterzugehen, ansonsten schließen sich manche Zeitfenster ganz klar und diese Verschiebung wird immer deutlicher, also viele bleiben dann einfach weiter in ihren, sage ich mal, ja, alten Mustern, das wird zunehmend schwieriger werden, aber das wird immer mehr alles ja in sich verändern, sagen wir es mal so. Und die, wo eben bereit sind, immer weiterzugehen und diese neuen Realitäten zu erschaffen, nicht mehr darauf zu warten, dass die kommen, sondern wir erschaffen sie, ja, jeder Einzelne. Deswegen immer wichtiger, was oder überhaupt das absolut höchst Wichtigste, was denke ich, was spreche ich, welche Wortwahl wende ich an, ja, was erschaffe ich hier, was gebe ich in das Resonanzfeld rein, in dieses neue Magnet. Gitternetz, in diese Neuausrichtung. Wir kreieren jetzt, wir erschaffen das jetzt. Ne? Deswegen ist es so wichtig, diese ganz starken Läuterungs- und Reinigungsprozesse, die wie gesagt sich jetzt alle weiter noch zunehmen und ganz viel Veränderung bringen. Ja, ihr Lieben, das ist spannend. Mehr dazu gebe ich jetzt in Live-Webinare. Es startet hier direkt zum 6.6. zum ersten größeren Portal. Werde ich eine Live-Webinar-Serie geben mit Aufzeichnung über Zoom. Das ist gar nichts Schlimmes, also da braucht man sich auch nicht anmelden. Da bekommt jeder seinen Link geschickt, wo er sich dann mit einwählen kann, ganz einfach. Und es gibt eine Aufzeichnung auch dann dazu. Und da werden wir live uns verbinden, ausrichten mit Mutter Maria, mit Sanat Kumara, den Erzengeln, Michael, Uriel. Wir werden die neuen Lichtcodes erfahren. Es wird an der Sonnmars-Sonnenwende einen Termin geben zu den galaktischen Portalöffnungen im Juli, zu den Löwemonden, zu dem neuen galaktischen Jahr. Also wir werden hier direkt live, zu diesen 1,5-stündigen Terminen, die jeweils abends stattfinden, Ausrichtungen, Botschaften, Aktivierungen bekommen, um uns eben ja mehr in unser multidimensionales galaktisches Bewusstsein auszurichten. Danach wird auch die neue Form der Zellmatrix Multidimensional Transform starten. Alles gibt es jetzt schon auf meiner Webseite nachzulesen. Alles drumherum, Infos, Termine, Ausgleich findest du da und kannst mich auch immer anschreiben für weitere Informationen, wenn du brauchst. Ja, das sind viele Erneuerungen und auch für mich in meiner Arbeit wird es mehr so gehen. Ich werde auch mehr so gruppendynamische Sitzungen anbieten, wo wir eben in der Gruppe Themen lösen können mit der Zellmatrix Multidimensional Transform Arbeit, wie sie sich jetzt nennen wird, angepasst an die neuen Frequenzen und eben der DNA-Arbeit. Dazu werde ich dann immer Termine geben, wo sich eben mehrere zusammenfinden können, wo wir dann in der Gruppe gemeinsam arbeiten, was ich sonst auch in Einzelsitzungen mache. Die wird es trotzdem weitergeben, ganz klar, auch direkt hier bei mir in Einzel-Kompakt-Coachings. Also hier einfach nachlesen oder mich anschreiben. Ja, dann ganz aktuell eben der Neumond jetzt, dann Pfingsten.
wunderbare Maria-Energie. Ihr seht schon, es sind hier meine durch, also selbst gestalteten Maria-Karten. Also das sind auch meine Prototypen, die immer noch nicht ganz fertig sind. Kannst du wählen die Maria-Drachenherzen dazu. Dazu gibt es heute mal eine ganz interessante Botschaft mal aus den hochschwingenden Love and Light Angel Cards von der Angela McGare. Und den Schmetterlingsbotschaften hier, muss ich gerade mal schauen, die Seelenschmetterlinge passen dazu. Und natürlich bekommst du, da wir ja in die Mondwoche gehen, noch zwei Runen hier aus meinem Runenkästchen gezogen, direkt. Und dann kannst du schon mal wählen. Und ich möchte auch dazu sagen, es findet die Woche der Drachenworkshop statt, auch per Zoom. Easy going mit Aufzeichnung. Wenn du noch dabei sein möchtest, zwei Plätze sind noch frei. Gern anmelden. Live gechannelt. Wir werden mit unseren Drachen uns verbinden. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Das sind hochschwingende Energien, die Drachenenergien. Wir werden auch eine Reise da machen an Kraftorte, auch nach Stonehenge, also medial auf der ätherischen Ebene mit den Drachen. Hier, es wird ganz wundervolles Abendseminar sein per Zoom. Und natürlich das Ritual zu Pfingsten, das gibt es als Video, ihr Lieben. Also mit Maria, Maria Magdalena, den großen Matrix-Rosencodes, das gibt es als kleines Video-Special. Das kannst du dann schauen, wie du magst, für einen kleinen Ausgleichspreis. Dazu kann man sich auch noch anmelden diese Woche. Einfach schauen, ja, das sind so die News und wie gesagt, es wird weiter hochschwingend einhergehen die Woche, wenn die nächsten Stürme kommen und Ausrichtungen und vor allem dann die Portaltage. Ganz spannend ist, was sich nämlich diese Woche gezeigt hat. Ich habe auch für uns hier eine Karte, eine Energiekarte gezogen aus diesem Deck, dem Love and Light. Und da kam tatsächlich dieses hochschwingende Stargate. Das sind die Engelstore sozusagen, die Metatron-Engeltore, also ja, kristalline, diamantene Sternentore. Und hier haben wir auch den Icosaeder, also das Wasserelement dabei. Und es ist das Emerald Aquamarine Stargate, ganz spannend, also die Herzenergie. Und das ist auch der Heilige Gral, die Heilige Gralsenergie. Wasser und Feuer sind hier allerdings mit verbunden. Wir werden uns jetzt auch eine Einschwingung machen, denn das ist ganz viel heilsam, also die Elemente des Feuers und Wassers über das Herzzentrum mit dem smaragdgrünen Strahl zu verbinden, durch dieses Aquamarintor, das sich hier öffnet. Und auf dem ja auch ganz stark die Heilerengel, Raphael, aber auch Mutter Maria schwingt interessanterweise. Und eben Feuer- und Wasserelement ist hier mit verbunden. Also in uns die Emotionen zu reinigen, den göttlichen Willen, unseren Ausdruck jetzt zu stärken, zu manifestieren über das Herz. Und dabei, je mehr wir das hier in uns fließen lassen, verbinden, verbinden wir uns damit auch mit Mutter Erde und helfen ihr Feuer und Wasser. Ja, und das sind auch die Elemente, wie man sieht, die im Moment auch im Außen ganz stark sich zeigen, ja, weltweit, in vielen Formen. Also hier auch an Bereinigungen, an was nach Balance ruft, weil das eben diese Speicherungen sind. Das sind jetzt alles, was jemals in diese Felder gegeben wurde. Und das wird sich alles jetzt öffnen, lösen, reinigen wollen, befreien wollen. Ne? Aus den ganzen tiefen Schwingungsebenen, auch aus der Erdmatrix heraus. Ja, und dann bitte ich dich auch, wenn du magst, ansonsten spul einfach vor, zu deiner wöchentlichen Botschaft hier in den Neumond hinein, uns mit diesem Stargate zu verbinden, dem Aquamarin Stargate, mit dem Icosaeder. Und vielleicht spürst du auch schon die hohe Engelenergie und bitten einfach hier um Balance der Wasser- und Feuerelemente und diese hohen Energien, Metatron, Shekinah, weiblich, männlich, in dir in uns zu vereinen, zu verbinden und über das Smaragdgrün viel in die Heilung zu bringen, auch zu Mutter Erde.
Und dazu bitte ich dich, atme tief ein und aus, verbinde dich über dein Herzzentrum zu Mutter Erde, deine Fußchakren zu öffnen, deinen Erdenstern und all die neuen Erdenchakren, die sich jetzt auch verbinden möchten, tiefere Schichten unseres Seins. Atme tief aus zum Erdenkern, zum Herzen Lady Gaias, spüre ihre Kraft. Atme ein nach oben durch dein Herzchakra, über dein Seelenstern zur göttlichen Quelle, in das kosmische Herz. Und dann spüre, wie spiralförmig jetzt sich dieses Tor öffnet über dir und spiralförmig diese Energien einfließen. Smaragdgrün, Gold, Platin, Diamant. Es vereinigt sich jetzt das Männliche mit dem Weiblichen. Die Feuerenergie und die Wasserenergie strömt ein, verbindet sich über dein Herzchakra. Fließend, heilend. Nach unten zu Mutter Erde, in alle Gewässer, in die tiefsten Schichten Mutter Erdes, in ihren Feuerkern, in das Herzen Lady Gaias. Und wir bitten auch darum, dass sich alles in Frieden balancieren kann, befreien kann, uns weiteres sanftes Wachsen beschert. Heilende Lichtimpulse und Frequenzen durch dieses Stargate einfließt, durch dich, durch jeden Einzelnen. Mit diesem Neumond, die Kraft des Neubeginnes, die Veränderungen, die jetzt astrologisch, energetisch eingeleitet werden. Ich bin das heilsame Licht, das heilsame Feuer für die Erde und den Kosmos. Für die Quelle, für mich, mein göttliches Sein hier auf Erden. Ich bin das göttliche, heilsame Wasser für die Erde, für den Kosmos, für mich. Für mein göttliches Sein. Spüre, wie diese spiralförmigen Energien sich verbinden, den heiligen Gral, den Fünfzackstern in deinem Herzen bilden und sich komplett verschmelzen, balancieren, in die Einheit bringen. Das Feuer Gottes und das Wasser der Erde. Atme tief, lass alles los, lass dich ganz hineinfließen in diese spiralförmige Verbindung, heilend, reinigend, verbindend. Balance. Alle alten Muster können hiermit gelöst werden, geläutert werden, befreit werden.
spüre, wie dein Herz sich mit dem höheren Herzen verbindet, mit allen Chakren verbindet, Vernetzungen stattfinden auf tiefster Ebene. Ich bin göttliches Licht, göttliches Feuer und ich bin göttliches Wasser. Und somit darf nun vollständige Balance, Ausrichtung in all deinen Chakren, Drüsen, deinem Hormonsystem stattfinden. Denn das Hormonsystem wird jetzt auch am meisten dadurch, ja, initiiert. Das sind unsere Schaltstellen, das sind unsere direkten Verknüpfungen zu den höheren Energien, zur Spiritualität. So, nimm nochmal einen tiefen Atemzug, verankere die Energie über dein Herz, in deine Füße nach unten. Wow. Ja, wunderbar. Also du darfst auch gerne natürlich diese Farbe für dich nutzen. Also ich glaube, wir brauchen einfach ganz viel dieses heilsame Grün und auch Wachstum ist natürlich Wachstum, Heilung, Erneuerung, aber auch ja, Wahrheit und Klarheit ist auch damit verbunden. Wunderbar. Ja, dann starten wir in die Wochenbotschaft hier. Wenn du das Drachenherz gewählt hast, das ist ja schon das Drachenherz, ja, mit den weißen Drachen von Mutter Maria, bist du sehr stark an die Drachenenergie schon angebunden und darf das auch ganz stark für dich wirken, über dein Herzzentrum. Wunderbar. Schauen wir mal rein. Und ich möchte die Mutter Maria Botschaft, hier befindet sich eine Botschaft dahinter. Wir schauen erst einmal, welches da geht und welche Botschaft hier ist. Und dann decke ich die Mutter Maria Botschaft aus und ziehe noch zwei Runen für dich. Und wow, ja, mein Lieblingswort, ihr wisst, Metamorphose, Transformation und du bekommst fast das höchste, auch ein Stargate, das diamantene Tor, das Rosen, das Rose-Diamant-Sternentor. Das ist das Galaktische, wie das galaktische Zentrum, die göttlich-weibliche Kraft, das ist das verbunden mit der Shekinah-Energie und das ist wirklich das Diamant-Tor. Mit der Saat des Lebens, man sieht hier also von der Blume des Lebens eine Blüte, das ist die Saat des Lebens, was immer für die Erneuerung steht, für die Befreiung und eben Neubeginne. Der goldene Schnitt, aus dem dann alles entsteht, wenn sich die Zelle teilt und das ist hier ja das Diamanttor. Und hier sind natürlich die Seraphim-Engel verbunden. Das heißt, du hast jetzt Zugriff auf ganz hohe Lichtebenen, auf das weibliche Tor, auf diese kristallinen, diamantenen Lichtcodes. Also arbeite viel mit der Blume des Lebens, verbinde dich mit diesem Tor, dem Diamanttor, der Einheit, der Seraphim, die hier mitwirken. Denn das wird dich transformieren. Vielleicht spürst du auch schon, das ist wirklich wie so ein Spiral. Energie. Und man sieht ja hier auch die Farben von Magenta ins Violett gehende, das Weiß, was für das diamantene Licht weiß-gelb steht. Ne? Das kommt jetzt hier gar nicht so gut raus. Aber auch in der Mitte ein bisschen das Grün-Blau auch wieder. Und das wird dich in eine große Transformation, Metamorphose bringen, wo du dich jetzt wie ja, Phönix aus der Asche. Das ist ein ganz hohes Energietor ohne Energie mit dem, ja, das ist eigentlich das 44.44 Stargate, also wirklich das höchste Engel-Diamantlichttor. Und das in dein Herzzentrum, dich damit verbinden
Und damit bist du ja über das kosmische Herz und im Erdenherzen, also für dich ganz viel diese weibliche Kraft, die Göttinnenenergie und die Drachenenergie noch dabei, also perfekt. Ich aktiviere gezielt meine Energien und befreie mich. Meine Wahrheit entfaltet sich. Hammermäßig. Also ich bin wirklich immer wieder selbst total überrascht, wie sich das zusammenfügt, wenn ich, egal welche verschiedenen Karten, und die Botschaften sind so stark. Und ja, also dieses Tor, diese Lichtenergie hilft dir und du wirst dich jetzt wirklich aufmachen. Also bei dir wird es eine komplette 360-Grad-Wendung wird hier stattfinden. Also du wirst immer mehr spüren, jetzt wenn du dich natürlich darauf einlässt und diesen Weg gehst, wirst du jetzt ganz klar in eine noch größere Wahrheit zu dir selbst gebracht, dein Seelenweg. Ja, das sind wirklich die DNA-Schlüssel, die DNA-Schichten, Ebenen, die sich dir jetzt hier öffnen, wo hier ganz viel Verbindung, Vernetzung, aber auch Ausheilung von Altem geschieht. Aber wie sie halt auch heißt, ich aktiviere gezielt meine Energien und befreie mich. Also wir müssen jetzt auch schon selber das, die Absicht geben, nicht nur sagen, ah ja, das passiert dir jetzt oder macht ihr mal. Was willst du? Ich befreie mich jetzt von. Und dann die klare Formulierung, also dass wir uns klar ausrichten, wenn du dich verbindest mit diesem Stargate, ja, und diese Energien und Diamantlichtcodes verankerst über die Saat des Lebens in deinem Herzen, bist du dann damit verbunden und dann in die DNA einfließen lassen, aktivieren diese Schichten, die jetzt wichtig sind und wirklich eine Zelltransformation dann vonstatten gehen darf. Und das ist auch das, genau das zeigt schon an, wie jetzt auch die neue Zellmatrix-Ebene funktioniert, wie ich mitarbeite. Ne? Dieses Multidimensionale, mehr noch in das Galaktische zu erwachen, in alle Anteile, noch mehr Bewusstsein, noch mehr Verbindung. Ne? Wir sind erst am Beginnen des ganzen Prozesses, ihr Lieben. Also werde hier auch ganz aktiv, nutze diese Phase jetzt, diese hochschwingenden Energien und da wird sich ganz viel, also das, da kann ich, kriege ich jetzt auch noch gar nichts rein, das ist so eine starke transformierende Energie und für dich, du wirst wirklich ganz neu entstehen, ja, also wenn du aus diesem Prozess durch bist, wirst du vielleicht mit deiner Arbeit, wie du sie bisher gemacht hast, nicht mehr so weitermachen können, wollen, wie auch immer. Du wirst dich ja wie enthoben fühlen. Also nicht abgehoben, sondern enthoben, enthebelt von dem Alten, was du bislang getan, geglaubt hast, gedacht hast, angenommen hast, wahrgenommen hast. Also hier geht es ja auch ganz viel um diese Sichtweisen, ne, und Wahrnehmungsweisen. Und wenn wir solche Prozesse erleben, dann, ja, da können wir nicht mehr anders. Da sind neue Wege dann. Das wird dich mit neuen Menschen an neue Orte, Situationen bringen, ja. Also das ist super spannend. Schauen wir noch, was Maria zu dir sagt, Mutter Maria. Kraft und Stärke. Kraft und Stärke begleitet sie dich. Du hast alles, was es braucht in dieser Situation, geliebtes Wesen. Atme tief in dich hinein und lade dich mit meiner Kraft und Stärke auf. Wann immer du zweifelst, ob du diese Herausforderung bemeisterst, rufe mich. Ich hülle dich ein in meinen blauen Mantel der Kraft. Ich bin ein Momentum an Kraft und Stärke. Atei, Atei, ich bin ein Momentum an Kraft und Stärke. Atei, ist dein Mantra. Wunderbar. Puh, da kriege ich jetzt schon Hitzewallungen, wenn ich in die Energie reingehe. Und das spüre oder allein schon mich damit verbinde. Jetzt schauen wir noch, du bekommst jetzt hier noch, ziehe ich noch zwei
Runen, ich sehe schon, oh. Fülle und Schutzengel auch noch. Also ich glaube, hier haben wir das absolute Special-Glückskind der Woche aufgedeckt. Guck mal, die Finanzen, also hier symbolisch wieder die drei, Dreifaltigkeit, drei Münzen, die drei Kreise, drei Gaben. Die drei steht für einen katalytischen Prozess. Die drei ist immer ein Katalysator, die etwas entstehen lässt, die etwas antreibt, also auch diese Transformationsenergie ganz stark trägt. Und eben hier verbunden mit dem Finanzen, mit dem Geld. Und wir haben hier die Schutzengelrune, das heißt, du bist so beschützt und hab keine Furcht. Da kriege ich jetzt klare Botschaft. Du bist in einem Wandlungsprozess, der dich wirklich eben so verändert, auch wenn du jetzt Angst hast, oh Gott, wie verdiene ich dann weiter mein Geld? Ja? Wenn ich jetzt eben meinen Beruf wechsle oder mich jetzt wirklich auf eine neue Ebene einlasse, wie geht es weiter? Ja, also was, dieser Wendepunkt, dieser Umbruch, hab Vertrauen, wende dich bitte an deine Engel, auch an die Schutzengel vor allem hier, und sie sagen dir, du bist versorgt. Geld, Finanzen werden kommen, und das ist es, wenn wir in dieser Zeit mehr und mehr vertrauen. Wir werden geführt, wenn wir es bitten darum, wenn wir unseren Weg gehen, werden wir in eine Membran eingehüllt. Und auch gerade, wenn wir dann uns diesen Prozessen hingeben, die geistige Welt weiß das, ja, unsere Führer wissen das. Das ist ja auch beabsichtigt, wenn diese Zellumprogrammierung auch in uns stattfindet. Und dass wir dann oft vielleicht eben eine Auszeit brauchen oder eben offiziell nicht dann arbeiten gehen können, ja, oder unserer Tätigkeit einfach so mehr nachkommen können, sprich eine Auszeit brauchen. Hab Vertrauen, es wird für alles gesorgt sein, und das ist es. Dann kommt wirklich diese Unterstützung, auch materiell und finanziell, auf ganz wundersame Art und Weise. Also du bist hier absolut geschützt, und gleichzeitig wird dir dieser Prozess zu ganz neuen Möglichkeiten finanziell führen. Ja, also je mehr wir ja in unsere Kraft kommen, in unsere Positionen, wo wir jetzt weiterhin verschoben werden, ja, umso mehr öffnen wir uns ja auch der Fülle. Wir haben nicht mehr diese 3D-Mangelprogramme, ja, ich verdiene ja nur Geld, wenn ich das und das mache, ja, oder dies und jenes, diese Muster. Nein, dann sind wir offen. Es ist ja eigentlich alles da, wir müssen ja nur noch drauf zugreifen. Aber wenn da noch alte Muster sitzen und Blocks, dann ist das wie für uns, dann sehen wir das, ja, wie die leckere Torte vor unserer Nase, die uns immer wieder weggeschnappt wird. Und das sind noch diese Verschiebungen. Aber hier findet es statt, dass du jetzt noch mehr in diese, und die haben wir ja auch, guck mal, zu diesem Diamantlicht hier, auch diese Sonnenlicht hier, wirklich dieses Goldgelb, also Fülle. Und es ist ja, Mutter Erde hat alles für uns. Es ist ja alles schon da. Es ist alles da. Ne? Nur vieles können wir noch nicht wahrnehmen oder sehen oder für uns, ne, wahrnehmen und akzeptieren, ja, annehmen auch. Und das ist hier ein ganz großer Prozess. Also hier geht es auch ganz viel darum, dass du wirklich jetzt noch mehr in deine Kraft kommst, damit auch in deine Fülle, dass du die Dinge tust, die dir dann wirklich Erfüllung bringen, und zwar auf allen Ebenen, auch finanziell. Und das ist auch gewollt. Das ist ja, ne, die göttliche Quelle ist auch überfließend, multidimensional. Mangel ist ein Programm, das uns gesetzt wurde. Das gibt's nicht. Das existiert nicht wirklich. Es gibt keinen Mangel im Universum oder auf der Erde oder überhaupt irgendwo. Alles ist immer im Überfluss da. Es erschafft sich alles immer aus sich selbst wieder, ja? Aus der Energie, aus der Schöpferkraft. Hui. Sage ich jetzt mal statt wow. Schauen wir mal weiter. Ich lasse es mal jetzt so stehen und so wirken für dich. Wie gesagt, gerne unterstütze ich jeden, der Hilfe hier bedarf, um dich auf diesen Weg zu bringen oder eben durch meine Webinare oder jetzt Gruppenarbeiten. Sehr, sehr gerne. Oder auch natürlich etwas Persönliches. Zweites Herz, das ist die Einheit. Das Maria-Herz der Einheit, die Goldenergie, Einigkeit und Freiheit. Also bei dir geht es ganz klar um wieder etwas in die Verbindung zu bringen, in die Einheit zu bringen,
in die Einigkeit, ja, also im Innen wie im Außen. Das heißt, konzentrische Kreise hier wieder reinschwingend in der göttlichen Kraft, in der göttlichen Energie, in der göttlichen Seinsebene. So ziehen auch diese Kreise in deinem Speicher, in deinen Zellen, in deinem Energiefeld. Alles, was du jetzt anstößt, alles, was du jetzt, wo du dich jetzt ausrichtest, kann jetzt wieder in die Einheit, in den Einklang gebracht werden. Wähle weise deine Wege, deine Worte, deine Gedanken. Das ist eine ganz große Kraft hier. Und trotzdem ist hier auch ganz viel dieses, ne, im Kern zu sein, bei sich zu sein. Die Kreise sind zwar da, ja, aber es ist auch immer noch irgendwo so ein bisschen der Zwischenraum. Also so, ne, dass da hier auch keine Überlagerung und trotzdem der Einklang. Ne, sie schwingen alle gleichmäßig im Rhythmus, aber trotzdem jeder aber auch für sich. Gemeinsam und doch jeder auch für sich. Das ist das Geheimnis. Schauen wir deine Botschaft an für diese Woche. Auch ein Stargate. Das ist das Kinari Stargate. Ja, das ursprünglich, also das, was auch mit dem 5-Zack-Stern mit Energie verbunden ist, mit den großen Guardians, den Einhörnern, das ist ein ganz hohes Stargate, und zwar ist es das Sternentor für alle jene, die jetzt in ihr Erwachen kommen als Sternengeborene. Ja, also hier ist eine ganz hohe Energie, dieses auch Türkis, Aquamarin, Hellblau, Blau, also all jene hier, Plejaden, Sirianer, Arcturus, Andromeda, Cygnus, also aus dem Schwan, oder auch hier Vega, die Leier. All jene, ne, sind jetzt hier über dieses Tor verbunden. Das ist ganz wunderbar. Und das ist natürlich hier auch zugehörig zu Metatron, zu Metatrons hohen Sternenengel. Und es schwingt auf 7-2, also die 72, auch mit der Kabbala, die 72 Ebenen, die 72 ja, Engel und Bereiche der Göttlichkeit. Und auch hier mit deiner, auch mit der 12-Strang-DNA natürlich und deiner Herkunft. Also bei dir geht es ganz klar um dein altes Wissen, deine tiefe Anbindung an deine Sternenheimat, Sternenfamilie, aber auch all deine Vorlieben, dein Wissen, deine Gaben. Und hier darfst du jetzt wirklich hohe Wahrheiten, deine Wahrheit, deine Rückverbindung finden, aktivieren. Also je mehr du dich mit diesem Sternentor verbindest und es zulässt, und guck mal, hier kommt auch das Thema Selbstwert. Es geht hier nämlich jetzt auch ganz viel jetzt ums wahre Sein, immer mehr. Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist in mir alles? Ganz, ganz wichtig. Also, hier wirst du deine Antworten bekommen. Hier wirst du dich über die, ja, über den Sternenrat, über die, ja, Origins, ja, also wirklich all jene, die auch hier schon waren, die Lichtspuren gesetzt haben, wo du auch schon inkarniert warst, Lemurien, Atlantis, welche Zivilisationen auch immer. Und eben direkt bist du hier verbunden über den Hohen Sternenrat und eben all die Sternengeschwister und die Engel, die Sternenengel, die hier darüber auch wachen. Das ist eine ganz feine, hohe Energie. Und eben, sie sagen hier auch Selbstwert. Es geht hier darum auch hier mal wieder ganz stark dieses Orange-Gelb-Weiß, also diese Feuerkraft und gleichzeitig hier
diese Läuterungen, also auch hier wieder dieses Blau, was auch viel wieder für das Wasserelement, für das Wissen, ja, für die Bereinigung steht, wie wir ja auch schon hatten, Feuer-Wasser-Elemente. Ich spüre bewusst, welche Menschen, Orte und Situationen mich nähren und mir Energie geben. Und das lässt dich wachsen, das lässt dich mehr und mehr auch in deine Kraft, in deine Selbsterkenntnis und dein Selbstwert gehen. Und dabei hilft dir dieses Sternentor, denn je mehr du dich damit verbindest, weißt du ja, du wächst dadurch, du erwachst, du spürst, wow, ich bin viel mehr, ich trage viel mehr Wissen und Gaben in mir. Und meine Sternengeschwister, meine Sternfamilie, die Engel helfen mir, unterstützen mich. Und dieses Erwachen, Erkennen, immer tieferes Wissen, Verbindungen, Vernetzungen davon, ja, das hilft dir jetzt hier ganz in die Einheit, in die Einigkeit wiederzukommen. Mit diesen Anteilen, das sehe ich jetzt wirklich als die Anteile deiner Seele. Spiegelt sich jetzt gerade hier ein bisschen, sehe ich. Okay, kann ich jetzt ein bisschen nach unten legen, so. Puh, ja, das sind wirklich, also da auch nochmal. Und diese, auch hier, Fünffachstern, also weiterhin diese hohe Verbindung auch zu dieser weiblichen Kraft, zur göttlichen Göttinnenkraft, Göttinnenenergie. Spür einfach rein. Hier bedarf es gar nicht so vieler Worte, sondern mehr um dieses Erfühlen, Erspüren, was es für dich bedeutet. Auch dieses Erwachen in deine eben Sternenwurzeln und sie hier aber eben auf die Erde zu bringen, ne? Nicht abzuheben oder wegdriften zu wollen, heim zu wollen, sondern nein, zu wissen, sie sind da, du kannst dich jederzeit darüber verbinden und eben über deine DNA hier dein Wissen abrufen, dann wird es aktiviert, das ist ja auch so, das ist wie so eine Entriegelung dann in unseren Zellen, ja, wenn wir dessen bewusst werden, wenn wir uns damit verbinden, mit diesem Wissen, mit diesen Ebenen und diesen Sternentoren. Und das lässt dich natürlich auch viel mehr dann wieder überhaupt in dein, ja, hier Selbstwert gehen, dass du dich erkennst und in diese Annahme, Akzeptanz und dass du hier ja eben wichtig bist und diese Energie ja hier oder diesen Auftrag, diese Aufgabe ja auch hier auf die Erde bringen darfst und hier mitwirken darfst in diesem Prozess. Schauen wir noch die Botschaft an. Und das, wie gesagt, ist so ein Schlüssel, ein fehlender Schlüssel bei dir momentan, ne? Also hier zu wissen, woher du kommst, mit wem du da verbunden bist, ganz, ganz wichtig, ne, für dich, mehr hier in dieses Sternenerwachen zu gehen. Ja. Und Mutter Maria sagt dir auch, das bringt dir den Frieden. Sorge dich nicht, geliebtes Kind. Frieden kehrt ein und alle Sorgen lösen sich auf. Bejahe den Frieden in dir und in alle Bereiche deines Lebens und du wirst spüren, von Moment zu Moment, wie alles ruhiger wird. Ich bin in göttlichem Frieden mit allem, was ist. Ho-O-Sam. Ho-O-Sam. Ich bin in göttlichem Frieden mit allem, was ist. Einheit, Einigung. Ja. Ja, ihr Lieben, da werden ganz schön tiefe Schichten jetzt angesprochen. Und ich sage ja, jetzt ist wirklich, geht schon immer mehr zur Sache. Und es ist aber unsere Entscheidung, ja, ob wir das auch alles ganz so annehmen wollen, da hineingehen wollen. Geht um unseren Weg. Wunderbar. Schauen wir noch in die letzte Botschaft. Nein, sorry, Entschuldigung, jetzt hätte ich beinahe vergessen, die Runen. Ich habe es gehört, ein Aufschrei. Wow, meine Runenbotschaft, ich habe sie.
zwei Runen natürlich hier auch für dich, eine umgekehrt und eine aufgedeckt. Da haben wir schon eine Mondglyphe, sehe ich, die Balance. Wunderbar, gucke mal, das Sternentor wird dich in die Balance bringen. Also irgendwie scheint das ein fehlendes Glied noch zu sein, ein fehlendes Puzzleteil für dich, ja, dich hier mit deiner Sternenverbindung, Sternenherkunft oder auch eben dem Wissen damit auch zu verbinden, bitte, ne? Ist auch meine Spezialität hier, Sternenherkünfte zu channeln. Wir haben auch das Element der Frau, das ist noch umgedeckt. Also es geht um den weiblichen Aspekt. In Frieden kommen, in die Balance, Einheit, Thema Selbstwert, perfekt. Ja? Also es geht um deinen weiblichen Anteil, diesen weiblichen Aspekt jetzt für dich. Und das kannst du wunderbar auch diesen Neumond nutzen und eben dann diese Pfingstenergie und diese Erneuerungskraft, ganz, ganz wichtig, ganz stark. Und vielleicht ist hier auch generell noch ein Thema mit dem Weiblichen. Auch wenn du das jetzt als Mann schaust, sind es ja die eigenen weiblichen Anteile, beziehungsweise dann natürlich auch immer die Mutteranteile oder Mutterlinien, sag ich mal. Ne? Auch von den Ahninnen oder generell Partnerinnen. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt schauen wir wirklich in die letzte Botschaft, in das letzte Drachenherz, Maria Drachenherz. Und hier haben wir die Barmherzigkeit. Auch hier wieder die Verbindung, Dreifaltigkeit, das Öffnen, barmherzig zu sein, ins Mitgefühl zu gehen, zu sich selbst, Vergebung, alles, was damit verbunden ist. Ne? Barmherzig zu sich selbst zu sein, aber auch zu anderen. Ne? Heißt wirklich hier, den friedvollen Weg zu gehen, der Heilung, der Liebe, des Verständnisses, des Glaubens, ja. Das heißt jetzt nicht alles, ne, gut zu heißen, gut zu sehen, was nicht ist. Aber es ist schon wichtig, dass wir es klar wahrnehmen. Ja? Auch wenn wir etwas Schlimmes sehen oder erlebt haben. Aber es nützt nichts, sich daran festzuhalten und ewig und immer da Urteile zu hegen oder, ach Gott, sich aufregen. Es sind alles Anteile von allem. Und wir sind irgendwie da ja auch mit beteiligt. Das heißt also, wir können es sehen, erkennen, aber es umwandeln. Umwandeln, wie die Meister es gemacht haben und wie es jetzt unsere Aufgabe ist, umzuwandeln in die neue Energie, es zu transformieren. Über einen positiven Gedanken sagen, okay, ich nehme das wahr, ich sende da jetzt aber mal ganz bewusst, bitte ich jetzt um Transformationsenergie, um Klarheit und Wahrheit. Ob das Menschen, Orte, Situationen sind, ja, das ist Barmherzigkeit. Das ist eigentlich dann die, sage ich mal, neue Form der Barmherzigkeit, das so umzugehen, zu lösen, zu verändern, ja, auch in dir, wenn es Themen in dir sind, ja, vor allem und dann auch im Außen, das ist ja immer dann auch ein Spiegel. Schauen wir rein. Also besonders Thema Urteile und Bewertungen. Noch ein Stargate. Also jetzt sind drei Stargates, also Engelgates oder eben Sternengates. Und das ist hier auch noch eines, ein Metatron. Und das ist was ganz Spannendes. Und hier haben wir auch die Goldenergie. Also wieder auch hier diese hohe, hohe Lichtenergie, der Sonnenenergie. Ganz wichtig, Zentrierung. Und passend ist hier auch dieses Goldgelb. Und das ist wie so eine, hier haben wir einmal die 8, das Symbol der 8 und hier doppelte 8, also wie so diese Vierfachblüte, wie die vier Elemente. Und das ist ein ganz hohes Zeichen, also Sternentor, denn hier geht es um das 13. Tierkreiszeichen. Es gibt ja tatsächlich noch ein 13. Tierkreiszeichen, den sozusagen den sogenannten Ophiuchus, weiß nicht, ob man das so ausspricht, das ist der Schlangenträger, der genauso zwischen Skorpion und Schütze steht und der wird auch, glaube ich, im Siderischen, also es gibt ja verschiedene Arten der Horoskoplesung astrologisch und da wird es als noch berücksichtigt, das ist das 13. Zodiakzeichen, sagt man, eben der diese
Heilung bringt, ne? Zwischen Skorpion und Schütze auch angesiedelt. Interessant, es durchläuft hier vom 30.11. bis 17.12. wird dieses Tierkreiszeichen immer durchwandert von der Sonne, also astrologisch. Und der Schlangenträger steht eben für diese Verbindung, die Entwirrung, die Entknot des gordischen Knotens, der Heilung, ja. Also ganz spannend, aber das wäre jetzt, wenn ich hier noch tiefer eingehe, würde den Rahmen sprengen, da kann man einfach auch mal googeln. Da ist auch der Delphinikus mit verbunden, weil es hier auch wieder interessanterweise um diese beiden Energien geht, wieder dieses Wasserelement und Feuer, Feuer, Erde und Wasser, wo beide tragen, ne? Ist für dich wichtig, wo hier in die Verbindung gehen, ne? In diese Acht, in diese Unendlichkeitsschleife, die dann auch hier wie so eine doppelte Acht und wieder dieses Gleichgewicht, diese Balance und guck mal, Zentrierung geht es bei dir. Also das heißt, das 13. Zeichen hier sozusagen zu ziehen oder zu bekommen, heißt ja, 13 ist ja auch die Göttinnenenergie, ja, die Göttinnenzahl. Und diese Balance herzustellen. Ja. Das Wissen, hier ist auch Sophia, ja, mit verbunden natürlich, Metatron, Hagia Sophia. Und hier wirklich in die Balance, all deine Körper, die Lichtkörper, Energieschichten, Wasser, Feuer, wie gesagt, aber auch Erde in die Balance zu bringen, diese Anteile und altes Wissen natürlich. Das 13. steht ja, die Schlangenträger stehen ja für altes Heilwissen, die Brücke zu sein, ne? Also auch hier für die Entwirrung, für die Entkoppelung zu sorgen, ne? Im System auch oder in persönlichen und anderen Angelegenheiten. Und hier dabei die Zentrierung. Ich zentriere mich, ich gehe in meine Mitte, ich finde die Antworten aus mir heraus. Und das in der Verbindung mit diesem Stargate und dieser liegenden Acht passt perfekt. Denk dran, die Acht, wenn man das sich aber auch als Herzchakra zeichnet oder visualisiert, vollkommene Zentrierung und Balance. Und du findest eben hier durch 13. Zeichen heißt ja, das ist jetzt sozusagen wie das letzte verborgene Zeichen, was im Hintergrund wirkt, was ja über alle anderen praktisch schon jetzt bemeistert hat oder wacht oder ja den Ausgleich bringt sozusagen, ne? Wow. Und die Delfinenergie, wie gesagt, steht ja für das Wasserelement, für das auch alte Wissen, für ganz viele Heillichtcodes, die Wassercodes, ne, die jetzt ja auch wichtig sind. Also ganz, ganz, ganz starker Bezug hier jetzt auch zu dieser Wochenkarte. Und ja, das, was ich auch gerade eben schon sagte, mit dem Drachenherz hier, mit der Barmherzigkeit, ne, das zu erlösen, entkoppeln. Und du hast jetzt hier die Schlüssel dazu, ne, mit diesem Sternentor, mit diesem Zodiac Stargate von Ophiuchus und Delphinus. Und da ist auch die Zahlenschwingung 77.88 verbunden natürlich, ne? Das Göttliche und die Manifestation, die Schöpferkraft und ja, die Acht, ne? Wow. Und ja, also bleib bei dir, zentriere dich und damit rufst du jetzt für dich hier deine Codes, dein Wissen ab, das, was jetzt wichtig ist. Und das ist sehr machtvoll, sehr, sehr machtvoll, sehr viel Wissen, sehr viel Heilung energetisch, die hier, ja, und was kommt jetzt hier noch von der Maria-Karte, Mutter Maria? Balance. Balance, wie ich sage, Zentrierung, Acht hier, ne, Balance. Und sie sagt jetzt auch nochmal Balance, ne. Bleib ruhig, geliebte Seele, bewahre deine Mitte. Halte das Gleichgewicht deiner Gefühle, deines Denkens und Handelns und alles wird sich göttlich fügen. Kein Eilen, bleib besonnen. Ich bin im Einklang mit dem göttlichen Geschehen. Ok, O tu,
Ok, o tu, ich bin im Einklang mit dem göttlichen Geschehen. Also doppelt und dreifache Botschaft mit der Balance und diesem in Einklang kommen und hier auch, ja, das jetzt zu zentrieren in dir. Ne? Und du wirst erleben, dass du dadurch ganz wirklich auch hier ausgerichtet wirst, dass sich hier ganz viel, ich sage es, ganz viel Neues jetzt geschieht und wir gut jetzt mit diesen Neumond und Verschiebungen jetzt zurechtkommen und weiter auf unserem Weg gebracht werden. Und dabei geht es wirklich ganz viel um diese alten Muster, auch karmische Muster jetzt loszulassen und zu bereinigen. Ne? Und das hilft auch, wie gesagt, dass ganz viel die Heilung, Heilenergie für alle Auraschichten, Körper, Chakrenschichten, ne? Ist hier dieses Stargate. Und jetzt schauen wir auch noch bei dir natürlich die zwei Runen, die hier kommen möchten. Ah, da haben wir schon mal die Engelsflügel auf, die Botschaft der Engel. Und was, schau, was ist hier verdeckt? Ah, da ist aber noch ein Konflikt. Mhm. Deswegen kriegst du so viel hier diese hohe Schwingung. Also da ist noch versteckt, ne? Sie lag ja umgekehrt. Deswegen, du brauchst jetzt Zentrierung. Verbinde dich mal mit diesem Schlangenträgerzeichen oder mit diesem Stargate hier. In die Balance, vielleicht sogar auch wirklich mit dieser doppelten Acht, ja. Und Ok, O tu, damit du hier die Botschaften der Engel hörst, die dir jetzt hier mehr diesen Frieden, die Zentrierung und die Lösungen geben für den Konflikt. Also wie ich schon sagte, Heilung, ne? Lösung, Heilung, Balance, Frieden. Aber es muss in dir erst sein, ne? In dir diese Zentrierung kommen, ne? Aus dir heraus und du wirst die Antworten finden über die geistige Welt, über deine höhere göttliche Anbindung, wird die Botschaft kommen, ja, und dann wirst du diese Konflikte, ob das jetzt Konflikte in dir sind oder im Außen noch sind, bereinigen und lösen können. Ja, ihr Lieben, ich freue mich auf diese tolle Woche, auf diese spannenden Energien sowieso. Und nehmt euch, wenn es geht, genügend Ruhe, denn wie gesagt, die Energien sind sehr, sehr intensiv. Und ich freue mich, den einen oder anderen begleiten zu dürfen oder dich begrüßen zu dürfen in einem Workshop oder dem Webinar ab Juni. In diesem Sinne, eine wundervolle Neumondwoche, kreiert positiv Licht, geht ganz in euer wahres, ursprüngliches Sein. Mehr und mehr in eure Anbindung, göttlich, Diamanten. Alles Liebe, tschüss und bis bald.